Hey Leute, heute checke ich mal, ob das Interface hier, ob das auch wirklich bis 90 oder 96 kHz dann macht. Wenn ich hier samplen tue mit, also ich probiere schon mal 10 kHz. 10 kHz lasse ich hier, vom DDS gehe ich hier über den Sinusausgang, das direkt vom Modul kommt, in XLR 2 und 3 rein. Es ist sehr laut, wenn ich hier ein bisschen aufdrehe, dann kommt hier gleich die Clipping-LED. Aber ich drehe mal den Pegel runter und nehme jetzt mal die 10 kHz auf. Da bei der Yamaha Steinberg USB-Treiber, was im Programm Yamaha Steinberg USB drin ist, habe ich 192 kHz eingestellt. Okay, dann starte ich mal mein Aufnahmeprogramm und nehme das mal auf. Dann mache ich auch 192 kHz Mono 32 Bit. Okay, und der Pegel ist schon sehr gut bei 10 kHz. Ich gehe jetzt auf 20 kHz. 20 kHz hört man nicht mehr. Der Pegel ist gleich. Gehe ich auf 30 kHz. Der Pegel bleibt gleich. Gehe ich auf 40 kHz. Der Pegel bleibt gleich. 50 kHz. Ah, bei 50 kHz hat sich der Pegel etwas minimal abgesunken. Dann 70 kHz. Ups. Das war 60 kHz, dann 70, ich habe eins übersprungen. 80 kHz wird schon weniger. Und, ups, 8, 9, 90 kHz ist der Pegel schon schwach. Gut, ich kann den Pegel aufdrehen mit dem Gain-Regler. Aber bei 90 kHz wird schon ganz schön, ja. Okay, 90 kHz ist wohl dann so die Grenzfrequenz. Ich kann jetzt noch 91, 92, 93, 94, 95 kHz, 96 kHz ist es weg. 96 kHz habe ich 0, 97, 98, 99, okay. 90 kHz, ja, macht er noch. Okay, 0. Bin ich wieder auf 10 kHz. Also interessant ist, dass bei 10 kHz, 20 kHz, 30, 40, 50, 60, also bis 50 kHz ist der Pegel nahezu konstant, bei 60 kHz sinkt er ab, bei 70 kHz noch weiter, 80 kHz noch weiter, 9 und bei 90 kHz. Ja, okay. Auf jeden Fall für Audio reicht das auf jeden Fall. Schaut sehr gut aus. Okay, dann stoppe ich die Aufnahme jetzt mal. So, da hatten wir 50 kHz. Macht dann noch schön Sinus. Okay, auch wenn es 32 Bit Auflösung ist. Ups, da müssen wir bei 10 kHz sein. 10 kHz, man merkt viele Punkte. Und hier, da sind wir, ich glaube, bei 70 oder 80 kHz. Ja, gut, dann sieht man, dass weniger Punkte sind im Sinus. Ja. Und dann bei 90 kHz ist immer noch ein Sinus bei 90 kHz. Klar, und bis 96 kHz geht der Pegel auf 0. Aber auf jeden Fall geht er bis 50 kHz. Wirklich recht hoch, also schaut sehr gut aus. Ja. Also hier bis 50 kHz bleibt er wirklich konstant und dann geht er ein Stück runter. Dann geht er hier ein Stück runter. Da wo ich dann noch um 10 kHz erhöht habe, mal schauen, ob ich genau den Punkt erwische. Ja, da erwische ich den Punkt, da habe ich noch die alte Frequenz und da wird es schneller. Ja. So weit auseinanderziehen. Na gut, kann man so kaum erkennen. Auf jeden Fall schaut es sehr gut aus. Ja, also bis 50 kHz einwandfrei. Und darüber wird der Pegel schwächer, bis er bei 96 kHz dann komplett 0 ist. Und wenn ich dann noch mehr Pegel gebe, klar, dann kommen die Alias-Frequenzen rein. Aber der Pegel insgesamt ist sehr klein. Also so vom Pegel sehr gut. Okay.